Familiennamen heißt Pham, Vornamen ist Xuan Thang, aber normalerweise reden wir immer Thang. Ansonsten die meisten Vietnamesen hören ihren Nachnamen. Wenn sie ruft, wird nicht angesprochen, aber ich höre das. Also 1975 war ich mit dem Zug hierher gekommen. Mit dem Zug von Hanoi. Hanoi so über China und dann Sowjetunion, Polen und dann zur DDR. Und um 3 Uhr ungefähr, wir sind in Ost-Berlin. Ostbahnhof. Von da an ist Berlin, ne? Hauptstadt von DDR, angekommen. Ja, das ist die Gruppe, ja. Die kommt mit mir zusammen 1975. Und da bin ich, der Dritte. Ja. Damals, wir sind nach dem Krieg. Wir haben kaum noch Ausrüstung von Hochschule oder was, ist ganz wenig. Ja. Und darum, wir sind froh, dass wir im Ausland studieren können. Aufgrund, ich auch Mathe und Physik gut bin. Und da haben sie gesagt, du machst hier Naturwissenschaft studieren, nicht als Medizin. Ja. Weil sie denken, aha, er kann Mathe, kann auch in dieser Naturwissenschaftsfächer studieren, oder Richtung studieren. Und darum muss ich mal wählen. Natürlich unzufrieden für uns. Weil natürlich Sozialismus, man sagt, man studiert, wie der Staat möchte. Und dann später, ich arbeite in einem Betriebskombinat, heißt Gesellschaftsbau, Name sagt 60. Das heißt, wir sind ist eine Wohnungsbaugesellschaft. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten hat ihre Schrecken verloren. Wahrscheinlich mehr als 100.000 DDR-Bürger haben bis zur Stunde die offene Grenze zu einem Besuch in West-Berlin und im Bundesgebiet genutzt. Wie haben Sie die Wende 89-90 erlebt? Ja, das ist, ich muss sagen, vielleicht können Sie auch lachen, ich bin fest überzeugt, Sozialismus bestehen. Ja. Nach der Sowjetunion reformiert oder wie immer, Troika oder wie man sagt. Aber DDR haben sie nicht gemacht. Ich wusste gar nicht, wie ich lebe. Ne? Und dann habe ich meine damals mit meiner Frau, die Ex-Frau, wir fahren rüber, sie hat Verwandte rüber. Ja, für mich ist es ein fremdes Land, ganz fremd. Ja. Aber später man sagt, ja, ich denke, du musst leben. Anders kannst du nicht. Für mich ist eigentlich ist enttäuscht wär's. Ich wusste gar nicht, wie ich orientieren sollte. Hier bleibe ich sowieso, kann ich nicht irgendwo gehen. Zumal wenn ich andere Länder kenne, ich kenne Sprache nicht, aber Deutsch, ich beherrsche ein bisschen. Und nach Vietnam ist sowieso nicht. Auch Grund, weil wir meine Gesundheit. Das ist mein Land. Aber damals ist noch die, wie sagt man hier, Gesundheit, Versorgung, gesundheitliche Versorgung ist nicht so gut. Da habe ich nicht. Aber später langsam, man lebt hinein. Und am Anfang macht man auch noch Sorge, dann ist die ausländische Peinlichkeit so hoch. Hier, besonders auch in Eulenstedt. Die Heimat ist es doch immer Vietnam. Egal wo ich bin, wenn ich träume oder irgendwas, ich denke immer noch in meiner junge Zeit, meine Verwandte, mein alles. Und andere Seite, hier Magdeburg fühle ich auch wie das zweite Heim.